Hier haben wir Gosun Kugi, ein Charakter, der im Anime vorerst durch Sasuke ersetzt wurde. Erst in den hinteren Folgen hat man ihn dann auch im Anime auftauchen lassen, aber diese Folgen wurden schon gar nicht mehr auf RTL 2 ausgestrahlt. Also Sasuke ist ein Anime-Only-Charakter, so ähnlich wie Mei Ling in Cardcaptor Sakura. Und die vier Polizisten in Kamikaze Kaito-chan. Cat Fu wurde es hier genannt. Sein Katzen-Kung-Fu, wo er so voll die Kontrolle über sich verliert, weil er panische Angst vor Katzen hat. Wie kann man nur panische Angst vor Katzen haben? Ich kann es nicht verstehen. Ich meine, gut, ich bin als Kind jetzt nicht in so eine Grube voller hungriger Katzen geworfen worden von meinem Vater, aber trotzdem, ich liebe Katzen so sehr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Angst vor denen haben kann. Naja. Band 6. Der Ahne. Ich glaube, damit ist das erste Rückenbild sogar schon komplett mit dem Band. Shampoo mit einer Wassermelone. Fünfte Auflage. Krieg der Melonen. Kann man auch falsch verstehen. Warum hat Zorn so einen komischen Badeanzug an? Da seht ihr das? Oder ist das ein Hemd? Ein Shirt oder sowas? Ach du Scheiße. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Wann sind die denn mal von einem Hai gejagt worden? Schlangenfraß. Werbung für die anderen Werke von Rumiko Takahashi. Tada! Damit haben wir schon das erste komplette Rückenbild. So, dann durchforste ich das Paket mal weiter. Nach Band 7. Ah ja, 13, 12. Dann durch die 11 hier oben drauf. 23 kommt der hier da runter. Gut, ich leg's jetzt mal oben drauf. Der Einfachheit halber. Band 16, 10. Da 10 kommt hier hin. Komisch, dass sie so fleckig sind. Obendrauf. Aber nur obendrauf an den Seitenrändern. So. Achso, genau. 9, 8 und 7. Da fängt dann auch ein neues Rückenbild an. Band 7. Die Schande. Keine Leserillen mehr bei den anderen Bänden. Weil es nur bei den... Okay, ist auch noch einer mit Leserillen. Also sind wenige Bände mit Leserillen tatsächlich. Muss man schon sagen. Oh, ich bin so froh, diesen Manga endlich zu besitzen. Komplett vor allen Dingen auch noch. Sechste Auflage. Band 8, Romeo und Julia. Daran erinnere ich mich noch aus dem Anime. Die ist leider ein sehr unschöner Knick, seht ihr das? Das ist schade. Was zur Hölle ist das? Dafür keine Leserin. Aber hier ist auch ein bisschen geknickt. Und oben auch. Nee, das ist nicht so geiler Zustand, leider. Ja, hier wird Cardcaptor Sakura auch beworben, Detektiv Conan. Das war die sechste Auflage. Band 9, und das fand ich so lustig, wie sich Ranma die ganze Zeit in Mädchen verwandelt hat, um Ryoga zu verwirren.
wie man das hier auf dem Cover sieht, das blaue Band, wobei ich jetzt nicht weiß, was mit dem blauen Band genau gemeint war. Ah, das fand ich total lustig im Anime. Warte, Schätzchen! Komm, lass uns zusammen durchbrennen, ja? Ja, hier leider unschöne Leserillen, leider ausgerechnet bei Ranmas Gesicht. Ist natürlich blöd. Also irgendwie, wenn es jetzt irgendwie nur so ein Blümchen oder so gewesen wäre, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber das finde ich ein bisschen schade. Aber ich glaube, das sieht man gar nicht so arg, wenn man das alles ins Regal stellt nebeneinander. Meine Sailor Moon Mangas sehen auch toll aus im Regal und die sind total schlechter Zustand in der alten Auflage. Von daher ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau so ein bisschen. Und ich finde, die fühlen sich halt auch nicht so richtig gelesen an. Also es ist klar, sie sind ein bisschen eingestaubt, ein bisschen schmutzig, aber die sind immer noch sehr eng, wenn man das so sagen kann. Das klingt jetzt voll, als würde ich über so eine jungfräuliche Vagina reden. Vierte Auflage, aber ich meine einen jungfräulichen Manga, einen etwas halbwegs jungfräulichen Manga. So, dann haben wir als nächstes Band 10. Das magische Armband. Warum ist der Panda da so klein? Ach, der sitzt wahrscheinlich im Hintergrund. Mal ehrlich, die deutschen Cover, die sind doch nicht schön, oder? Sind doch ein bisschen strange teilweise. Also manche schon, aber die meisten, finde ich, sehen ein bisschen merkwürdig aus. Und wenn ich das so durchgucke, habe ich direkt so ein bisschen Musik aus dem Anime im Kopf. Wisst ihr, was ich meine? So vom Soundtrack. Man hat ja sofort diese Assoziation. Aber guckt mal, wie krass das oben vergilbt ist. Da sind auch irgendwie Haare dran. So, unten ist ja total weiß. Aber oben, die haben schon ein bisschen Sonne abbekommen. Leider. Sogar so krass, dass es hier sogar bis in die Seiten so reinragt. Schon heftig. Ist das nicht sogar die aus Urusei Yatsura? Voll der Cameo-Auftritt. Fünfte Auflage. 4,99 € haben die damals nur gekostet. Das müsst ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr bedenkt, was heutzutage Mangas kosten. Band 11, das wundersame Rezept. Ich glaube, ich weiß, welche Geschichte das hier ist. Thank God, wenigstens bei Akanes Gesicht ist keine Leserille. Hier sieht ganz gut aus. Aber vergilbt sind die alle am oberen Seitenrand, ausnahmslos. Was ist das hier für ein komischer schwarzer Fleck? Ugh. Keine Ahnung, ich mal abputzen. Vielleicht geht's ja ab mit ein bisschen... Ach, hier ist eine Halloween-Jacke mit Kürbissen drauf. Vierte Auflage. Schon Hammer. Bei der vierten Auflage waren die schon so weit. Bis hier bis Band 36. Band 12. Narrenfreiheit. Ah ja, übrigens, ich habe mal gelesen, dass in der Schweiz und in Österreich Mangas nicht so beliebt sind wie hier in Deutschland. Und vielleicht deshalb ich das jetzt auch zu so einem günstigen Preis aus der Schweiz bekommen habe, weil sie dann in ihrem Heimatland keine Abnehmer für gefunden hat. Das kann ja gut sein. Jeder hat dann 5 Euro gekostet. Also mal 4,99 € und mal 5. Das kann ja gut sein. Da Werbung für Quench and Charm. Ja, die ganzen EMA Classics müsste ich ja damit jetzt haben, ne? Weil der einzige, der mir noch gefehlt hat. Außer vielleicht Inuyasha, falls man das noch dazu zählt. Fünfte Auflage. Ja, hier ist so ein bisschen angestoßen, aber... Ist halt so... Eine leichte Leserille oder Einkerbung. Hier ist noch Band 13, Habosais Rache. Damit endet das Rückenbild, das zweite. Schon zwei Rückenbilder komplett. Ramann den Krapfen am Essen. Oder was auch immer das ist. Vierte Auflage, der Fluch der legendären Moxa.
Immer wenn Happo Sai versucht, niedlich zu gucken. Gruselig. Ja, dann zeige ich euch gerade mal Rückenbild Nummer 2. Und wie ich gesagt habe, man sieht die Laserrille gar nicht so krass bei Ranmas Gesicht. Nur wenn man es gegen das Licht hält. Aber so sieht es ganz normal aus. So. Dann muss ich jetzt mal nach Band 14 graben. 17 und 18, hier ist Band 30. 29, 28, 26, 27. Ah, hier ist der nächste Band, Band 14. 14, 15, da ist der Abschlussband. 30, 32, 31, 36, 35, 38, fehlt hier jetzt ein Band? Ach, Band 16 war ja hier in dem Stapel irgendwo dazwischen, deshalb. Okay, ich glaube, ich muss das hier alles erstmal ein bisschen sortieren. Ich sehe hier jetzt ein heilloses Chaos. So, damit ist aber auf jeden Fall der Karton leer. Ich finde es immer erstaunlich, wie leicht so viele Bücher eigentlich sind, wenn man die dann mal trägt. Von A nach B. Also wo ich den Karton rübergetragen habe, habe ich gedacht, sind da echt 38 Wände drin? Das fühlt sich so leicht an. Also, wo haben wir denn die 38? Da ist der Abschlussband, 38. Ah, hier, das passt schon direkt so. 33, 32, 31. So, wo ist die 30? 30 hier, ne, das ist 14, 15, da ist die 30, ich sehe es. So, 30, 29, 28, so. Jo, da haben wir es doch. Schön auseinanderklamüsert. Dann packe ich das mal in den Hintergrund. So, dass ihr schön das Bildchen gucken könnt. So, und türme die dann da so nach und nach auf. Also weiter geht's, Band. Oh nein, der Akku geht schon wieder leer. Aber ich habe einen Reserve-Akku. Band 14, Ranmas Wiedergeburt. Wobei ich gerade nicht mehr weiß, inwiefern er hier wiedergeboren wurde. Vierte Auflage. Ich brauche da gar nicht mehr hinten reinschauen, es ist immer dieselbe Werbung für dieselben Mangas irgendwie. Dann gucken wir lieber, dass wir schnell hier fertig werden.